Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Unboxing des neuen Mikrofons. Ja, so groß ist das. Ich habe natürlich unser Unboxing Knife dabei, wobei das getackert ist. Also werden wir das erst für die Stücke brauchen, die innen drin eben sind. Die Katze macht übrigens mit. Ja, gell? Was ist da drin, hä? Ist es für dich? Sie macht schon mal die eine Nadel auf, ich den Rest. Ah. An der Stelle natürlich auch nochmal vielen, vielen Dank an euch, denn ihr habt das hier möglich gemacht. Drehen wir die Shows mal um. So, gucken wir einfach mal, was hier so rausplotzt. Das ist die Gute. Never stop progressing. So sieht's aus. Oh, shee, da viel drin. Das hört ja gar nicht mehr auf. Und da kommt uns direkt zuallererst mal das Mikrofon entgegen. Das ist das Mikrofon, das eigentliche Mikrofon. Und fast das günstigste an der ganzen Geschichte. Gut, die Kabel waren natürlich noch günstiger, das ist klar. Aber ja, das ist das neue Mikrofon. Das Besondere für mich an diesem T-Bone SC400 ist, ich habe übrigens das 450er im Moment noch in Benutzung, aber halt in Anführungsstrichelchen nur die USB-Variante. Und USB ist eben nicht so, wie es mit Klinke ist und dem dazugehörigen System. Guck mal, das Polarpattern, das ist doch super, oder? Aber wenn das nicht super ist, da ist direkt ein Täschchen. Ach so, das ist in der Tasche drin. Guck mal, wie winzig das ist. Ja, und das Besondere hier dran ist eben, dass es ein Klinkenmikrofon ist. Und aus so einem Klinkenanschluss kann man eben einiges, also mit der dazugehörigen Hardware, rausholen. Ich weiß nicht, was hier noch drin ist. Da ist wahrscheinlich einfach noch die Spinne drin, genau. Wundert euch übrigens nicht über die anderen Geräusche. Das ist halt die Katze, die macht mit. Bevor sie mir das ganze Plastik jetzt zerreißt, hocke ich sie einfach mal mit dazu. Weil sonst spielt sie mit der Verpackung. Das hier kriege ich nicht raus. Kätzchen, das tut doch weh. Oh oh. Wie sie guckt, das lebt doch. Irgendwie lebt das doch. Das ist ein Dämmmatten. Wisst ihr, für die Akustik. Aber die kriege ich gerade nicht raus. Ich nehme an, dass die hinten so rumgelegt sind. Deswegen hole ich erst den anderen Kram raus. Hier haben wir ein The Snake Kabel. Das ist eben, ich nehme an, genau das Kabel, das ans Mikrofon kommt und dann an das nächste Gerät dran genudelt wird. Und das Gute ist schon mal, wobei ich mir da auch nicht sicher bin, dass man die Sachen, die ganze Geschichte eben reindrehen oder reinklicken kann. Bei meinem USB-Mikrofon löst sich manchmal unten einfach das Kabel ab. Ich weiß nicht, ob das schon das ist für hier, aber ich sehe hier irgendwas, was einrasten kann. So wie hier eben etwas, das man klicken kann. Das heißt, die ganze Show sitzt dann einfach fest. Ja? Man kann sich damit bewegen und es rutscht nicht einfach raus. Und wenn ich im Stream oder in den Videos meinen Mikrofonarm schwenke und das Kabel des Mikrofons dann nur leicht rausgeht, dann fuckt es halt ultra ab. Also big time fuckt es dann ab. Ich weiß, dass ihr alle nur nach der Katze guckt. Aber trotzdem, bringen wir mal das nächste raus. Was ist da noch drin? Aha! Übrigens ganz großes Lob an Thomann, wie schön das gepackt ist und vor allem, wie schnell es wieder ging. Ich habe bis jetzt alle meine Utensilien bei Thomann bestellt. Hier ist nochmal ein The Snake Kabel. Ihr merkt, ich habe so gut wie gar keine Ahnung von der ganzen Geschichte. Ich bin echt froh, dass ich da jemanden an der Seite habe, der mir dabei hilft, also der mir auch das alles zusammengestellt hat. Und darum gehen nochmal ganz dicke Grüße raus an Freaky Iki, denn ohne ihn wäre die Bestellung überhaupt nicht zustande gekommen, beziehungsweise für die Streams eben das Spendenziel, weil ich überhaupt nicht weiß, was man machen muss und was nicht. Oder was man braucht und was nicht. Und deswegen vielen Dank an dich. Das lege ich auch mal darüber. Kätzchen, unglaublich, was machst du? Was machst du da? Hä? Was machst du da? Was ist das? Oh, oh nein. Jetzt hat sie mich umgebracht. Shit. Ein weiteres Kabel ist zum Vorschein gekommen. Und zwar ein Kordialkabel. Merkt ihr gerade mal was? Es nimmt langsam Form an. Das mache ich auch mal dahin. Also hier jetzt, warte mal, ich mache das da wieder rein. Ach so, ich habe es euch ja noch gar nicht gezeigt, da war auch noch mal eine Spinne drin. Ich habe zwar schon eine Spinne, aber es kann gut sein, dass meine aktuelle Spinne zu groß ist für das kleine Mikrofon. Deswegen ist es natürlich optimal, dass da eine Spinne dabei ist, mit allem drum und dran, auch mit diesem ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ja, sehr, sehr schön. So Kätzchen, jetzt holen wir mal die große Geschütze daraus. Ne? Achtung, bleibst du noch da oder gehst du runter? Sie geht weg. Vorhin hat sie hier mit dem Mikrofonkabel gespielt und das ist schlecht. Das ist ganz, ganz dünn. Wenn sie das mal durchzwickt, muss ich ja in die Abrahme, das ist klar. Also, jetzt haben wir hier, meine Herren, ist der riesig, what the fuck? Das hier ist ein RFX Reflection Filter. Also sozusagen, ich glaube, manche sagen dazu auch Mini-Studio oder tragbares Studio. Das heißt, Geräusche werden geschluckt. Ich habe natürlich auch diese Schaumatten, mit denen ich generell eben das Studio bearbeiten werde. Aber alles in allem ist das hier eben nochmal eine Lösung, um ein Gesangsstudio zum Beispiel aufzubauen. Also wenn auch nur im Kleinen, aber es ist besser wie nichts. Der ist dann vor allem wichtig für die Gesangsaufnahmen und eben auch aus dem Grund, weil ich davon nicht viele gekauft habe. Also der macht einfach nochmal die ganze Sache rund.
damit kann ich Problemflächen bearbeiten, aber eben nicht meinen gesamten Raum ausstatten. Und deswegen kommt das hier einfach nochmal mit oben drauf. Endlich können wir unser Messerchen benutzen. Wenn auch nur für einen Schnitt. Ach so, hier auch noch und dann kann man es hochheben. Okay. Hier steht es auch nochmal. Make every room sound like a studio. So, jetzt machen wir hier mal auf. Schauen wir uns das Original mal an. Ich hätte nicht gedacht, dass es so riesig ist. Alter, da brauche ich mein anderes Stativ dafür. Aber es ist sau leicht. Okay, ich dachte, es wäre schwer. Das ist echt unglaublich riesig. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so ein fettes Teil ist. Aber es ist erstaunlich leicht. Es ist wirklich sehr leicht. Ich stelle es mal kurz da hoch. Ich mache den Karton mal auf den Boden. Ah, okay, gut. Also das wird dann, nehme ich an, hier aufs Stativ drauf gemacht. An die Schiene kommen diese zwei Knubbel, die dann wiederum das hier festhalten. So. Und da kommt dann das Mikrofon drauf. Also ich denke, so ist es gedacht. Wie gesagt, das mache ich erstmal noch zusammen. Das werde ich jetzt nicht direkt brauchen. Ich muss eh erstmal für den normalen Gebrauch. Achtung. Nicht runtergehen, wenn ich das doch da reinlegen will. Hey! Was glaubt ihr, macht sie jetzt, wenn ich es einfach loslasse? Es hat schon so ein ganz kleines Gewicht. Wie sie guckt, die, what the fuck. Gut, sie will jetzt nicht raus, dann ziehe ich jetzt das hier raus. Dann werden sich die Schaumstoffmatten auf sie drauflegen, wenn ich es draußen habe. Und dann guckt sie vielleicht nicht mehr so zufrieden aus dem Karton raus. Huch, oh, das war merkwürdig, dass du jetzt rauskommst. Wow, das ist ja riesig. Wenn ich es richtig verstanden habe, ja, hier steht es ja. Ein Mixpad. Ich denke, man merkt, dass das Ganze ziemlich ambitioniert ist. Also Mr. Freaky hat sich von Anfang an nicht beschwert, aber eben dafür interessiert, dass meine Aufnahmen, die zu ihm kommen, für die musikalischen Geschichten, um sie eben zu verarbeiten, dann, dass die natürlich, oh Gott, dass die natürlich deutlich besser sein könnten. Ja? Also ich habe auch kein gutes Aufnahmeprogramm. Ich habe da eine Audacity, wobei das schon nicht schlecht ist, aber es geht eben um so viele Dinge, die noch dazukommen. Ach so. Wie darf ich das denn verstehen? Hier ist einfach ein Riesenriss drin. Es geht um so viele Dinge und die sind scheinbar hierdurch erfüllt. Ich packe das Teil jetzt einfach mal aus, damit wir es in seiner Gänze sehen. Okay, das ist echt überkrass. Ich kann bald auftreten wahrscheinlich. Freaky, was haben wir getan? Alter Verwalter, wir müssen bald auf Tournee gehen. Also ich gehe davon aus, dass in Zukunft der Kanal ausschließlich Musik machen wird. Ich bin ein DJ. Waka, waka, waka. Hier kommen die Schaumstoffmatten. Und die fangen den Schall auf. Also man müsste eigentlich, warte mal, man müsste eigentlich jetzt schon einen Unterschied hören. Passt auf, ich habe jetzt hier diese Matten vor mir und mache sie jetzt runter. Und jetzt spreche ich so, wie ich jetzt spreche. Und jetzt spreche ich immer noch weiter und mache die wieder hierher. Sie halten das Echo, den Schall und so weiter drin. Und von der Größe her kann ich damit eben hinter meinem PC alles abdecken, also die Wand dahinter. Wie gesagt, es ist speziell eine musikalische Geschichte, aber auch für Podcasts und so weiter ist es halt richtig cool, wenn man dann einen gescheiten Klang hat. Ja, und das nicht so rumschallt. Jetzt holen wir das letzte raus und zwar der Mic Preamp Prozessor. All the Mic Processing you need. Und alleine damit kann man schon sehr, sehr viel machen. Also da ist ein Kompressor direkt drin, De-Esser, Enhancer, Expand-Kram und das Mikrofon an sich kann man da noch umstellen oder einstellen. Ich hol's auch mal raus. Da sind noch einige Schräubchen noch. Kann man das dann irgendwo festmachen oder was? Höchstwahrscheinlich. Da sind wir daheim. Es riecht auch genauso, wie es aussieht. Und ich habe Fettfinger drauf gemacht. Ja, ja. Sehr, sehr krass. Hier einfach nochmal vielen Dank an alle, die hierfür mitgeholfen haben, die gespendet haben, die mir Informationen gegeben haben und so weiter und so fort, die das Ganze einfach vorangetrieben haben. Auch nochmal ein Gruß von der Katze. Es war schön. Ja. Achso, und der Livestream jeden Dienstag und jeden... Katze schmeißt gleich die Kamera um. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab... Aua! Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Haut rein.